Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zum nächsten Bastelvideo, in dem wir mit dem Stempelset super gesagt basteln, dass es im Rahmen der Celebration für 120 Euro Bestellwert umsonst dazu gibt, findet man auf Seite 11 als Prämie zur Auswahl. Und zwar will ich heute eine Geburtstagskarte mit dir basteln mit dem Stempelset Count on Me. Da sind diese putzigen Tierchen mit drin, die Koalas, der Bär, der Fuchs, der Kiwi, das Känguru und der Pinguin. Und damit wollen wir was machen. Dazu brauchen wir zuerst mal eine Grundkarte in Aquamarin. Die habe ich mir jetzt hier schon vorgeschnitten und vorgefalzt. Das ist eine im Hochformat, also die nach von unten nach oben aufklappt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Papierzeugs an. Wir benutzen wieder das Gastgeberinnen-Papiertagtraum, weil das so schön kunterbunt ist. Habe ich gestern zwar schon gezeigt, aber ich zeige es hier nochmal. Hier sind die koordinierten Farben: Aquamarin, Blütenrosa, Brombeermus, Minzmakrone, Olivgrün und Osterglocke. Und ich dachte mir, wir machen mit den Pinguinen was und nehmen dazu diese Drachen. Dazu brauchen wir ein Stück vom Designerpapier, das wir jetzt wieder für unsere Grundkarte zurechtschneiden. Und zwar auf eine Länge von 14,35. Mal 10 cm. Das ist dann unser Kartenaufleger wieder. Und dann brauchen wir noch ein Stück Grundweiß, auf die gleichen Maße zugeschnitten wird, 14,35 mal 10. Und das Designerpapier stanzen wir mit den Stanzformen im Bilde. Das sind die hier, da kann man einmal Kreise ausstanzen und einmal Rechtecke, die dienen dann quasi als Guckloch. Das wollen wir mit dem Designerpapier machen. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist auch immer, ich habe hier noch ein Stück oder ein paar von den Weißen, wo ich mal was mit Weiß gemacht habe. Man hat also die Möglichkeit, wenn man keine anderen Kreisstanzen hat, hier verschiedene Kreise auszustanzen. Das ist auch eine Empfehlung für jeden, der sowas nicht hat. Und jetzt wollen wir dieses Stück Designerpapier, dann nehmen wir erstmal hier den Kartenaufleger in Weiß. Den können wir mit Mehrzweckflüssigkleber direkt auf unsere Karte draufkleben. Und den bunten Aufleger, den peppen wir ein bisschen auf, indem wir ihn hochsetzen. Und dazu nehme ich jetzt hier in den Zwischenräumen die Mini Stamping Dimensionals. Und für die großen Freiräume noch die großen Dimensionals, damit das nicht ganz so flatterig wird. Und dann können wir das Ganze auf unsere Karte draufkleben. Und dann können wir anfangen zu stempeln. Dazu brauchen wir ein kleines Stück Grundweiß, auf dem wir jetzt unsere Pinguine machen. Und zwar stempeln wir uns die nach Belieben, also zwei oder dreimal. Die können wir uns dann kolorieren. Ich habe jetzt hier passend zum Pinguin einmal schwarz, Kürbisgelb, dann habe ich Bonbonrosa und Farbaufheller, jeweils die dunklen Farben. Machen den Schnabel und die Füßchen natürlich in Orange. Jetzt
dann machen wir den Pinguin außenrum in schwarz. Und den Luftballon in Bonbon-Rosa. Und dann machen wir einen kleinen Streifen hier in den Ballon rein. Mit dem Farbaufheller, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Und so kolorieren wir uns alle drei Pinguine und schneiden die dann mit der Schere aus. Dann haben wir unsere drei kleinen Scheißerchen. Da brauchen wir noch ein Stück Buntweiß, auf das wir jetzt noch stempeln wollen mit dem Super gesagt. Und dann nehmen wir, oder ich nehme Yippie. Und auf ein neues Jahr. Und da stempeln wir uns auch in diesem Bonbon-Rosa. Und auch das müssen wir uns dann mit der Schere ausschneiden. So, und wenn wir auch das erledigt haben, können wir unsere Karte jetzt zusammensetzen. Unsere Pinguine kleben wir mit Flüssigkleber. Hier immer auf diese Zwischenräume. Und die Ballone, die jetzt hier in der Luft sind, die kleben wir mit einem Mini-Klebepunkt noch fest. Und dann können wir unsere Sprüche noch aufkleben. Auch so. Das wäre dann ein Teil. Flüssigkleber aufkleben und das andere, was uns dann in den Kreis reingeht mit einem Mini-Stamping Dimensional. Und dann haben wir im Sortiment noch diese runden Glanzakzente und da sind auch welche in Aquamarin und Osterglocke drin, also eher was man lieber haben mag. Und dann nehmen wir auch einfach wieder unsere üblichen drei Stück und den großen hier rein. Und fertig ist unsere lustige Geburtstagskarte mit fliegenden Pinguinen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Pfiri, deine Christine.